Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Guild Wars 2, wo wir uns dem Bitterfrost-Grenzland nähern. Und unsere Aufgabe war es jetzt erstmal in Höhlbrack, Schamanenälteste Aukje zu besuchen. Und ich dachte, ich ziehe mir mal ein bisschen was Wärmeres an, weil hier schneit es ja noch. Deswegen folge ich jetzt einfach mal diesen grünen Büppeln hier auf unserer Karte und wir schauen mal, wo uns das Ganze denn jetzt hinführt. So, vermutlich hier in die, ich würde sagen, in die große Halle. Es ist, glaube ich, wirklich die große Halle, oder? Große Halle. Ich bin in Hogwarts. So, dann gehen wir hier doch mal durch. Hier stehen auch noch einige Spieler rum. Die machen bestimmt gerade irgendein Roleplay-Dingen. Da unten steht auch Schamanenälteste Aukje. Hier, mit dir soll ich reden. Greetings, Dragon Slayer. Hi. What brings you to Holbrook this fine day? I'm seeking information on Jormag's minions and also looking for Bram Airson. Have you heard any reports of Icebrood that don't fit the expected description? As a matter of fact, we have. We've heard word from the far north of a corrupted creature unlike any we've seen before. But we don't advise traveling to the frozen wastes. Everyone who does either disappears or returns as Fawnir. We've lost too many. Lost because they went up there without shipping the tooth first. What's the significance of the tooth? Our most legendary ancestor, Aesgeir Dragonrender, knocked out Jormag's fang and founded Holbrook around it. Once someone damages the fang, we'll know it's time to take back what Jormag stole. My comrade Taimi and I are working on a theory that could allow us to fell Jormag without sacrificing Hold, lives. Traveler. Jormag had better watch out then. It's not certain yet, and I could use some help. Do you know where Bram is? And Rox, is she here? Rox left with Garm yesterday to catch up with Bram. Bram has gone to the far north in search of a lost magical scroll he plans to use on Air's bow. That sounds like a fitting way to honor his mother. There is no more dangerous area in the Shiver Peaks. I wish you good hunting. Good hunting. Alles klar, dann haben wir das ja schon mal erfahren und jetzt soll uns Ulf noch ungefähr den Weg beschreiben, dann Ulf, in hau mal raus. North, just beyond civilization, there exists an expanse of tundra overrun by Svarnir and Jormag's Icebrood. It is believed that Jormag has taken up residence nearby and that the Elder Dragon's influence corrupts all who go there. The only safe place is a Coden sanctuary, where the Quaggan and Coden residents stubbornly refuse to give up the fight. Okay, dann sollen wir im Eisklamm so nach der richtigen Passage suchen. Man wird jetzt hierhin geschickt, man weiß aber eigentlich schon, dass die Passage hier oben ist. Deswegen besuche ich mal hier Wegmarke Draka und wir schauen mal, wie unser Vorhaben da in das Bitterfrost-Grenzland zu gelangen, denn so verläuft. Hier unten muss ich gerade ein bisschen aufpassen. Der ist ein Champion-Eisbrutfisch. Ach ja, damals, als es den Eisklamm so ein Champion-Train noch gab. Gibt's den noch? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, als man den noch gemacht hat. Das war schön. Was? Okay. Ich gehe mal hier hin. Und wir sehen hier oben auch schon so ein recht korruptes Tor. Und eine Flammenträgerin. Hi. I seek passage to the north. Then you are on the right path. But to follow it, you must take up Coda's flame. What is it? This is the very spirit of fire, as old as the world. Given to my tribe by Coda the Creator for safekeeping. The fire brings balance to corruption. If that is your purpose, you must carry it to survive. I think you should listen to that bear, Commander. I'm picking up some very high readings from that fire. Okay, benutzt den Geist des Feuers, benutzt den Geist des Feuers der Kodan, um den Weg freizumachen. So, dann nehmen wir doch mal hier die Flamme. You've definitely just picked up some ancient magic. Go now. Carry the fire into the north. My people will teach you its secrets. Okay, dann versprüht ein Feuerkegel. Das hört sich doch... Ja, ich muss einfach nur interagieren. Gut, dann hätten wir das und kommen so ins Bitterfrost-Grenzland. Hm.
So, hier wären wir. Findet die Zuflucht tiefste Betrübnis. Und wenn wir mal auf die Karte gucken, sehen wir, dass die hier ist. Ich porte mich da jetzt einfach mal hin. Aber ansonsten, ihr könnt wirklich stumpf diesen Weg hier laufen. Ihr trefft zwischendurch noch auf ein paar Events. Aber Zuflucht tiefste Betrübnis ist hier und ich porte mich dort einfach mal hin. So, jetzt sind wir hier und unsere nächste Aufgabe ist, sprecht mit den Oberhäupten der Zuflucht, einem Kodan und einem Quaggan. Gut, dann gehen wir doch erstmal hier hoch. Ich weiß gerade gar nicht, ob der Weg richtig ist. Aber sieht halbwegs gut aus. So, dann wahrscheinlich irgendwie hoch. Hänge an der Treppenstufe fest. Ich gehe mal hier hoch und da sehen wir schon tiefes Wasser und Varonus Fluburt. Und mit denen reden wir dann auch einfach mal direkt. Turn back now. Return from whence you came. There is no hospitality here. Oh now, fool. Even Quaggan's small eyes can see that this traveler is not lost, but on a mission. I was just trying to warn her. Quaggan knows what you were trying to do. Save another life. Commendable. But this traveler needs help, not saving. I offer my apology. Welcome to Sorrow's Eclipse. We are surrounded by corrupted creatures here. I was merely concerned for your welfare. I appreciate the concern. I'm looking for strange ice brood. Have you heard of any that have changed recently? Do we dare mention it? Quaggan is hesitant. What is it? We have had reports from the Bitter North of a new ice brood abomination. It defies explanation. Yes, that's exactly the kind of thing I'm looking for. How do I get to that place? You don't. The entire area is too cold. We've lost those who strayed too close to it. We don't know whether it was the cold or the ice brood. There must be a way to protect oneself from the cold, no? Speak with Shaman Mimi. She has much advice to give. Maybe she will know what to do. Thank you. I'm also looking for a Norn named Bram Erson. I heard he was headed this way. Quaggan has not met him, but Quaggan and Coden will ask around. If you see any Quaggan or Coden herdmates, tell them to come home, please. Hartholzgewächs. Findet Schamanin Mimi und sprecht mit ihr. Wo ist denn Schamanin Mimi? Irgendwo hier, aber weiter unten. Okay, dann schauen wir doch mal, wo die Gute ist. Ich glaube tatsächlich, die war unter Wasser, wenn ich mich recht erinnere. Der Pfeil sagt immer noch weiter unten. So, immer noch weiter unten. Ja, tatsächlich immer noch weiter unten. So. Auch hier sagt der Pfeil weiterhin nach unten. Und dann gucken wir da doch einfach mal. Hier ist ein kleines süßes Quaggan-Dorf, was sehr, sehr süß ist. Also reden wir doch mal mit Mimi. Huch. Hallo. Was macht mein Pet da? Quaggan knows you. Your legend has traveled far. Are you here to kill Jormag? First, I need to find one of Jormag's minions. A powerful one that isn't like the others we know. And you have heard that one exists in the coldest part of the Shiver Peaks. Yes, Quaggan sees that is true. Quaggan can help you, but only indirectly. You will die if you go up there without protection. In Quaggan's nightly spirit wanderings, Quaggan has seen Svanir who travel in the bitterest cold using magical protection. That sounds like what I need. Where can I find it? Your journey will be long. First, you must go to the big Svanir base and talk to them. They know. Talk to the Svanir? Is that a joke? The only way they will talk to you is if they think you are one of them. You are clever. Quaggan has faith in you. I see. I think I know a way around that. May Malagan watch over you and keep you safe, Shaman.
Gut, dann hätten wir das erledigt. Reise ins Bitterfrost Grenzland abgeschlossen. Finde den Svanierbau. Guckt mal, ich habe mein Legi fertig. Tada. Schieß jetzt kleine Fischis. Jedenfalls sollen wir den Svanierbau ausfindig machen, der sich hier unten befindet. Deswegen teleportiere ich mich mal wieder zur Eingangswegmarke. Und dann schauen wir mal. Hier seht ihr auch so ein Fackel-Event übrigens. Geht im Prinzip nur darum, dass man diese Flammenschalen hier verteidigen bzw. wieder anzünden muss. Und ja, dadurch quasi hier so ein bisschen. So, ich muss hier, glaube ich, mal ein bisschen kämpfen. Na, hier, geh weg. So, mein Wolf macht da vorne auch schon schön Stress. Das ist gut. Baller hier einfach mal durch. So, wir haben den Svanierbau, glaube ich, gefunden. Ne? Besorgt euch einen Helm des Svanier. So, da kommen wir doch schon mal weiter. Wir müssen jetzt nämlich ein paar Svaniers töten, damit wir uns als Svanier verkleiden können. Endlich mal wieder verkleiden. Juhu. Hier, mein Wolf geht da ja schon schön drauf. So, jetzt machen wir den Veteran Svanier Zamalma hier aber gerade auch noch tot. Aus dem doch recht simplen Grund, dass der sonst eh nur rumnervt. Außerdem brauchen wir ja noch Helm und Beinrüstung. Vielleicht gibt ihr uns ja eins von beiden. Also dafür tötet ihr halt einfach stumpf die Svaniers. Und solltet das dann von denen gedroppt bekommen. So, ich schaue mal. Ich habe hier schon Svanier-Verkleidung Brust. Die habe ich schon. So, dann fehlt aber noch ein bisschen was. Deswegen, ich mache mal, kann ich das Drachenbanner hier kaputt machen? Ja, dann mache ich auch gleichzeitig meine Quest. Ist das nicht schön? Da ist ein Svanierseher, den ich mal eben angreife. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob seine Wölfe auch kaputt gehen automatisch, wenn ich ihn erledigt habe. Nee. Okay, wir haben jetzt gerade einen Helm bekommen. Das ist auch schon mal was. Hier, euch müsste ich hoch. So, mal kurz so, dann kriege ich keinen Schaden. So. Jetzt habe ich den Helm. Und dann brauche ich noch, kann ich mir hier einen rauspicken, ohne dass mich alle angreifen? Oh, der schießt auch mit einem Bogen. Wie praktisch. Der hat mir aber nichts gedroppt. Gut, dann hole ich noch, guck mal, das ist eine Anomalie. Dann hole ich mir noch den Berserker hier, der droppt aber auch nichts. Dann nehmen wir noch den, oder habe ich schon alles? Nee, auch noch keine Beinrüstung. So, da wäre wieder ein Svanier-Jäger, vielleicht... Hat der ja diesmal was für mich. Der Veteran-Svanier da oben interessiert sich da auch nicht so wirklich für, ne? Huch, da kommt ein Eissturm. Kann der weggehen? Na, guck mal, da ist auch wieder einer. Dann, holen wir uns doch den. I'm freezing. Ja, mir wird auch gerade beim Zugucken schon kalt. Hier ist sonst keiner. Gut, da vorne ist noch ein Svanier-Seher, den wir angreifen können. So, hier, geh mal weg. Aber immer noch keine... Ach, da vorne ist noch ein Grobian. Moment. Na, kannst du das lassen, bitte? So. Warte, nur noch die dumme Beinrüstung. Ich hab die aber wirklich noch nicht, ne? Ich hab hier den... Oh Gott, ich hab den Veteran, glaube ich, hier, ne? Ja, hi. Mach mal gerade Auto-Attack da drauf, bitte. Den Helm habe ich, aber keine Beine. Meine Quest sagt mir auch, mir fehlen noch die... Na, lass mich da weg. Hier, mach mal weg. Haben wir das Herzchen immerhin schon mal fertig. Hier, flieg mal weg. Und jetzt ein bisschen auf die Distanz. Ich sehe meine Sachen da unten auch immer so schlecht, weil das Mikrofon direkt davor steht. Dann bin ich manchmal schon halb tot und habe das gar nicht mitgekriegt. Naja. Dann machen wir den hier gerade noch weg. Der nervt ja eh nur. Da ist wieder ein Svanierseher. Was für ein Tyrann? Achso, der. Ja, nee. Keine Lust. Oh, wir haben alles. Okay. Müssen wir das hier gerade noch... erledigen. Das Herzchen habe ich auch für heute fertiggestellt. Nein, das wollte ich gar nicht. So, da ist noch ein Eisbrutwolf. Weg damit. So, und jetzt sollen wir im Inventar auf die Sachen klicken. Wir haben die Rüstung und sind jetzt ein Svanier. Und auf einmal sind die alle freundlich. Ist das nicht schön? Wo müssen wir jetzt hin? Nach da oben. Okay.
Dann gehen wir da doch mal hoch. Da oben ist übrigens der extrem coole Drachenkopf von Jormak, den die da aus dem Eis zimmern. Das finde ich ziemlich cool gemacht. Ich bin hier doch falsch. Ja, ich bin hier falsch. Ich dachte gerade, ich müsste hier hoch. No, no, no. Just passing through. Aber es ist halt schön, weil jetzt sind die halt alle uns freundlich gesinnt, weil wir ja eben, jetzt ist sogar der Champion Zwanier-Tyrann da hinten freundlich gesinnt. Das ist auch nicht schlecht, weil wir eben diese Zwanier-Verkleidung anhaben. Ist ja auch mal schön, hier einfach so durchrennen zu können. Das Lustige ist, ich glaube, die Spieler werden einem dann hier als feindlich angezeigt. Man kann ihnen aber, glaube ich, nichts tun und sie können uns, glaube ich, auch nichts tun. Bin schon wieder falsch gelaufen. Hä? Wo muss ich denn hin? Nach der betretet die Haupthütte des Zwan. Wie komme ich da hin? Muss ich hier hoch? Nee, das ist doch auch schon wieder falsch. Ich verliere mich immer. Manu. Geh mal hier hoch und flieg dann hoffentlich einfach. Hier so von Jormak seinem Schädel aus oder so. Da unten ist das Ding auf jeden Fall. So, ich flieg da mal eben mit meinem Blumengleitschirm hin. Wie komme ich da hin? Bist du die Hütte? Ich glaube, du bist die Hütte. Hallo, ich bin nur ein Zwanier mit Blumengleitschirm. We've used all the Thaw Elixir. Go and gather ingredients to make more. Okay. Why do I have to do everything myself? Because I'm surrounded by idiots. You there. Get out. We have no more Elixir. Gut, was möchtest du? Did you not hear what I said, you grunting mongrel? I can help. You speak? You have power around you. Potential. Help make Lixer. Perhaps yes, perhaps no. You obviously don't have the intellect of a sorcerer. But perhaps you could be my assistant. Listen closely. First, go out and gather the ingredients on this list I give you. After that, you must find the hottest, purest water source. Heating water with fire will not do. It must come from Tyria's heart. That is where you will put it all together into the elixir. Bring it back here. Do not drink it. Do you understand? Do not drink it. Yes. Bring back. Gut, hätten wir das auch erledigt. Und jetzt müssen wir mal schauen hier, eigentlich hätten wir jetzt jedenfalls Winterbeeren, Talg und, was weiß ich nicht was, finden müssen. Ich glaube aber, da ich das noch im Inventar habe hier, ich habe noch 16 Klumpen gefrorenen Talgs, wird zum Brauen eines Schmelzelixiers verwendet. Kreaturen im Bitterfrost-Grenzland haben Pakete mit gefrorenem Talg bei sich. Ihr müsst einfach Dinge töten, die hier rumrennen, sowas wie Eisbrutwölfe und sowas. Und die Winterbeeren hier könnt ihr überall ernten. Ich zeige euch das gleich. Das geht alles ganz wunderbar hier oben im Greifenurwald. Und genau da müssen wir jetzt sowieso als nächstes hin. Das wurde bei mir jetzt, glaube ich, automatisch abgeschlossen, weil ich das eben noch im Inventar habe, weil ich hier eben auch ein bisschen schon rumgerannt bin auf der Karte. Tatsächlich gar nicht so viel, aber das kriegt man schon hin. So, dann machen wir uns mal auf hier Richtung Greifenurwald, was ich halt sehr schön finde. Ihr seht das hier auch schon, diese hohen Bäume. Und sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. So, dann haben wir noch, findet eine Quelle für kältebeständige Eierschalen und findet einen Feuerstein. Und da würde ich sagen, machen wir uns einfach direkt auf den Weg dorthin. Huch, hi. Und komme ich hier... Das ist jetzt nicht so nett. Ich, geh dann mal. Keine Lust, gegen die zu kämpfen. So, jetzt sind wir hier im Greifenurwald. Ich schau mal kurz. Hier müssen wir als nächstes hin. Und eben, indem ihr hier so die Eisbrut und sowas tötet, bekommt ihr eben, diesen Talg. Huch. So, ich hüpfe hier mal gerade so ein bisschen rum, weil ich keine Lust habe, von diesen ganzen Kreaturen hier angesprungen zu werden. Einfach, weil ich eben diesen Talg nicht mehr brauche. Und wir sprechen mit Wumula, einer Naturschützerin der Quaggan. Alles klar, kriegen wir ihn. Da.
Hi. Ooh. Ooh. The griffins in this copse are protected. What is your business here? Hello. I'm looking for ingredients for an elixir I need. Would you help me determine where I might find them? What ingredients, may I ask? Yes. Winter berries, cold-resistant eggshells, frostbitten suet, a firestone, and a hot spring. Have you seen these? You could help find abandoned griffin eggs. They're under piles of snow. Quaggan would love you forever. Süß. The griffin mothers are being killed by the Svanir before they can sit upon the eggs and warm them. We are warming them ourselves. You sit on them? Great glaciers, no. We put them in the incubator. It incubates the eggs so it can hatch. Snow griffin eggs can survive in the cold for months, just waiting to be warmed up. I'll see if I can find any unhatched eggs for you. So, und die sammeln wir jetzt. Wie ihr seht, die liegen hier auch überall rum. Das heißt, wir nehmen die einfach hoch, tun sie hier in den Eierwärmer, warten kurz, machen den Eisbrutwolf in der Zeit hier mal tot und können danach eine Eierschale aufsammeln. Tada! So, hier mal eben noch den Looter weg. Und ihr seht, ich habe einen Klumpen gefrorenen Teig gedroppt gekriegt. Das heißt, das kann man hier alles so wunderbar zusammen machen. Ja, hier das nächste Ei. Warten, bis er sich wieder öffnet. Und dann können wir die Eierschalen entnehmen, wenn er mich denn lässt. Kann ich noch mehr? Ach so. Dann nehmen wir die hier noch mit. Und hier seht ihr gleich auch. Moment, kann ich euch ja gerade noch mal zeigen. Hier ist so ein Winterbeerenstrauch. Da könnt ihr dann die Winterbeeren ernten. Ich weiß, kann ich das nebenbei? Kann ich tatsächlich gerade nebenbei machen. Da bekommt ihr dann... Oh, hier, geht mal weg. Bekomme ich dann eben die Winterbeeren her. Wolf, komm mit, wir müssen hier mal eben weg. Das wird mir hier zu stressig. So. Also ihr versteht das Prinzip, denke ich mal. Und... No. So, dann klauen wir uns wieder die Eierschalen. Und haben damit genug Eierschalen gesammelt. Das Ganze ist ja auch eine Quest, die ihr dann machen könnt. Und jetzt brauchen wir noch einen Feuerstein. Mit was prügelt sich mein Wolf denn da hinten schon wieder? Ich helfe ihm mal kurz. So, dann den noch gerade weg. Und dann kann mein Wolf aber gerne auch schon wieder bei Fuß kommen. So, als nächstes müssen wir hier in dieses Gebiet und einen Feuerstein finden. Und dann gucken wir doch einfach mal, wo wir den herbekommen. Und ihr seht, die Winterbeeren stehen hier auch wirklich überall rum. Das heißt, ihr bekommt die wirklich recht flott. So. Gucke mal, ob ich mich hier wieder so halbwegs zwischen den ganzen Feinden durchbewegen kann, ohne großartig kämpfen zu müssen. Hier hätten wir... Hätten wir das. Hier geht's, wie man sieht, ein bisschen hoch und da oben ist eine Grawl-Stadt. Sprecht mit Huga, Distis und wärmende Sonne über eure Quest. Alles klar. Hi. You. Who you? What you want? Hello. I don't mean to trespass. I seek allies against the Svanir. Any enemy of the Svanir is a friend of ours. It's okay, Huga. We can talk. Talking, always talking. Those who aren't already corrupted by Jormag must work together if any of us are to survive. I'm glad to hear that. I'm looking for ingredients that will help in a fight against an ice brood. What do you seek? A firestone and the whereabouts of hot springs. A firestone? The Grawl here have them, but you'll have to earn their respect or they'll never give you one. Can you advise me? How should I go about it? They love their goddess. If you construct a shrine to honor her, I am confident they would reward you. And please be as respectful as possible with them. We need this alliance to last. So, wir brauchen biegsame Stöcke, glänzendes Eis und Hühnerfedern. Oder wir erledigen einfach die Quest. Hier unten ist ja zum Beispiel schon mal so
Ein biegsamer Stock. Den sammeln wir. Da hinten ist auch noch einer. Da oben ist noch glänzendes Eis. Moment, hier einmal den. Ich sollte vielleicht auch mein Dingens ausrüsten, meinen Bogen. Geh weg. Geh weg. Hier, Wolf, du kannst schon mal mit dem spielen gehen. Ernte in der Zeit diesen biegsamen Stock. So. Ich zeige euch jetzt halt einfach mal, wie das eigentlich... Moment, hier muss ich mal gerade einen Massenangriff starten, weil hier ist sowohl das eine als auch das andere. Hier, den Loot unterbrechen wir einfach mal direkt. Na, Troll, geh weg. Na, geh weg, habe ich gesagt. So. Na, kann nicht dodgen, schade. So. Na, geh weg. Hier, geh weg, habe ich gesagt. Zum dritten Mal jetzt inzwischen. So, dann haben wir hier auch das erste Mal das glänzende Eis. Dann bekomme ich noch einen biegsamen Stück. Den hätten wir damit dann auch schon holzig. Die Hühnerfedern bekommen wir gleich in der Höhle. Zeige ich euch gleich auch wie. Das ist ja ein bisschen brutal, aber gut. So. Maybe I can schleichen hier lang und ernten sich. So, ein glänzendes Eis brauche ich noch. Müsste hier mal kurz weg. Ich schaue gerade, ob ich irgendwo noch eins sehe. Tatsächlich gerade aber nicht irgendwie. Da sind noch biegsame Stöcke überall. Da ist noch ein glänzendes Eis. Der da hinten ist gerade beschäftigt. Oh, fuck. So, egal. Ich muss hier aber auch wieder weg. Und brauche jetzt noch die Hühnerfedern. Die bekommen wir gleich in der Höhle von den Grawlen, wo wir eben auch waren. Deswegen gehen wir da wieder hin. Hui! Ich finde die Karte übrigens schön. Nachts jetzt halt nicht so, aber tagsüber ist das echt eine schöne Schneelandschaft hier. Genau, die Grawlenhöhle war da hinten. Ich schleiche mich hier oben drum rum. Hey, wir wollen hier ja zügig durchkommen. Jetzt sind immerhin nur noch 2 Tage, bis Episode 4 rauskommt. Und ja. So. Hühnerfedern bekommen wir dadurch. Voll traurig. Hier stehen überall Hühner rum. Und die können wir treten. Und dann geben sie uns Hühnerfedern. Geht das nochmal? Nein, okay. Da ist auch noch ein Huhn. Das ist voll traurig. Ich will überhaupt keine Hühner treten. Mann. Sind noch Hühner irgendwo? Da. Da ist noch ein Huhn. Da ist eins. Ich mag euch Hühner. Und jetzt müssen wir der Grawl-Göttin da einen Schrein bauen. Die armen Hühner ist da. So. Und hier können wir den jetzt bauen. Sehr schön. So, hier, guck mal, ich hab dir was gebaut. Gut, gut. Choco-Kuka happy. Shrine good. I'm glad Choco-Kuka likes it. Ook is good. Ha, stone for you. Just what I needed. I don't suppose you know where I could find fresh, hot, very hot water, do you? Yes, indeed. There are springs not far from here. You will find very hot water there. Thank you, and good luck. Long live Choco-Kuka. Oot, oot. Gut, die sind jetzt voll auf unserer Seite. Und dann müssen wir uns als nächstes zu diesen Quellen da hinten begeben. Ich teleportiere mich dafür mal eben kurz hier in die Zuflucht. Also, hieß das Zuflucht? Ich weiß es gerade gar nicht. Falsche Richtung. Und dann gehen wir nämlich dahin. Das ist wieder ein sehr, sehr schöner Ort. Also ich habe sowieso schon von Anfang an gesagt, dass ich mich unglaublich auf die Zeit freue, wo wir Jormac an den Kragen gehen. Einfach, weil ich die Schneegebiete so liebe. Und diese Karte hier hat halt absolut meine Wünsche erfüllt.
Obwohl ich auch sagen muss, dass ich halt so ein bisschen so, ich meine, das Addon ist ja noch nicht draußen, deswegen ist auch alles jetzt so ein bisschen, nicht meckern auf hohem Niveau, aber ich hoffe halt, dass wir so ähnlich wie bei Heart of Thorns dann nochmal ein paar passende Karten kriegen, sowohl zu Mano, sowohl eben zu Primordus, also noch ein bisschen was Feuriges für die Leute, die das vielleicht mögen, aber ich hoffe, dass wir auch noch ein paar Schneekarten bekommen, weil, sind wir mal ehrlich, hier hinten ist noch durchaus Platz für ein paar Karten. Ja. Also ich möchte noch mehr Schneekarten. Ich liebe die Zittergipfel und alles. Ich liebe Höhebrack und so. Aber irgendwann hat man das Grundspiel dann ja doch auch recht durcherkundet. Mit allem, was einem so Spaß macht. Und ja. Oh, hier ist so schön. Hier ist so schön. Schön. So, wir fragen hier mal die Tante. Welche? Da. Bäuerin. Irgendwas. Are you friend or foe? Friend. Most assuredly. Quaggin is very glad. Quaggin doubts Quaggin could outrun you. Though Quaggin would try. You don't have to. I'm here for the hot springs. I heard they were the hottest in Tyria. One of them is hottest. Not for bathing or swimming like the others. Only for cooking. Why do you need water so hot? I have to make an elixir that will let me enter the bitter cold. I have to kill one of Jormag's minions. Oh, boo! Quaggin fears for you. You must not do something so foolish. Don't worry. I'm quite resourceful when I need to be. Now, where's that hot spring? What you seek is not far. But Quaggin will not show you where. You run toward your death. I'll do my best not to die. That would be well advised. Goodbye. Probably forever. So sad. Okay, braut das Elixier. Wir müssen tatsächlich nach da hinten, glaube ich, zu der Quelle. Hier wird hier gar nichts angezeigt gerade, ne? Naja, gut. Jedenfalls hier hinten ist besagte heißeste Quelle. Und gehe meistens hier oben rum, weil da sind nicht ganz so viele Feinde auf dem Weg, beziehungsweise vor denen kann man immer schön weglaufen. Und ja, dann springe ich hier einfach runter und bin da hinten bei der heißesten Quelle. Hallo, darf ich das Elixier jetzt? Ich habe alles, was ich brauche. Ja, dann brauen wir doch mal das Elixier. Habe ich das jetzt gebraut? Okay. Oh, I wish this stuff smelled better. Commander, you busy? Only if you count fighting Svanir and Icebrood. Oh, just another day on the job, huh? Well, I wanted to know whether you'd had any luck finding an altered minion. All the ones I'm seeing are normal, but I have a lead on something. I'm working on getting to where it is. If I were a supposing kind of genius, which I am, I'd suppose that Primordus must have soaked up more Mordremoth energy. Maybe proximity matters, and since Jormag's so far away, it didn't receive as much Morty juice. Makes sense. That would explain why I'm not seeing any altered ones yet. I'll keep looking, though. Try not to get killed in the process, okay? I'd miss our little talks. Bye-bye. Over and awesome. Gut. Hätten wir das auch abgeschlossen und ich teleportiere mich hier mal eben noch schnell weg. Und dann würde ich aber auch sagen, war's das mit, aufwärts, war's das aber auch mit dieser Folge und dann sehen wir uns morgen, quasi Montag, mit dem letzten Teil der Episode 3 und Dienstag kommt dann ja der Patch mit, Episode 4
Und wie gesagt, wenn ihr Guild Wars noch nicht habt, die ersten beiden Links unten in der Beschreibung, könnt ihr euch das kaufen. Im Moment gibt es Heart of Thorns im Angebot für 22 bzw. ich glaube 37 Euro, ich weiß es nicht. Ganz normale Grundedition ist jedenfalls für 32 Euro. Für 22 Euro im Angebot. Und wenn ihr das über die Links unten in der Videobeschreibung kauft, unterstützt ihr mich damit direkt, ohne mehr bezahlen zu müssen. Also, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.